Da ich in einem anderen Video von den schädlichen synthetischen Vitalstoffen euch erzählt habe, muss man natürlich auch jetzt genau die vielversprechenden Getränke und Lebensmittel ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, die uns schlank sein versprechen. Wie verlockend ist es doch, mit gutem Gewissen ein Cola Zero zu bestellen und zu trinken, einen fettreduzierten Streichkäse aufs Brot zu schmieren. So viele von diesen vermeintlich gesunden Angeboten sind nur ein weiterer Grund, warum es immer mehr Stoffwechselstörungen und Allergien in unserer Zivilisation gibt. Wenn man mit verschiedenen Ärzten sowie mit Naturheilpraktikern redet, sind diese Krankheiten nämlich massiv gehäufter wie noch vor 10, 20 oder 30 Jahren. So viele Menschen haben heutzutage so viele unterschiedliche Intoleranz entwickelt, so viele Allergien, wo einfach wirklich nicht mehr zu übersehen ist, dass da irgendetwas grundsätzlich schief läuft. All die künstlichen Zuckerarten, wie zum Beispiel Aspartam, wo ja eigentlich ein nervenlähmendes Gift ist, und all die künstlichen Geschmacksstoffe, Farbstoffe, vor allem Konservierungsstoffe, sind wirklich pures Gift und belasten unseren Körper sehr. Sie können sogar zu Genmutationen führen, die dann Fettleibigkeit zur Folge haben. Das ist vor 6 Jahren sogar in einer Studie über Red Bull festgestellt worden. Dass die darin enthaltenen Stoffe nämlich zu Genmutationen führen, eben für Fettleibigkeit. Also aufpasst bei einem vermeintlich trendigen Energy Drink oder einem schlank versprechenden Produkt, wie zum Beispiel jetzt beim Streichkäse, das heisst ja 30% Fett reduziert, dann muss man eben genauer wissen, wie wird das wirklich hergestellt. Und oft, um die 30% hinzubringen, werden nämlich die natürlichen Fette genommen, in Trockenfett umgewandelt und somit ist es auf der Grammwaage gibt's weniger an. Und die Trockenfette sind sehr viel schädlicher für unseren Körper, wie dann eigentlich das natürliche Fett. Aber so kann man eben 30% weniger anschreiben. Aber was man dann wirklich zu sich nimmt, ist eben noch viel schädlicher, wie wenn man es normal würde essen. Ja, mich hat das auch sehr überrascht, als ich mich angefangen habe, mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und ich war auch richtig schockiert, wie das mit uns Menschen alles so angestellt wird und wie wir eigentlich unser A für so verkauft wird. Und dann wundert man sich, warum es immer mehr übergewichtige Kinder gibt, Erwachsene. Ja, und wer einfach nicht wirklich informiert ist und ganz bewusst einkauft, wird von dieser Nahrungsmittelindustrie halt wirklich einfach verarscht. Und die machen einfach einen riesen Gewinn und die haben mehr die Masche im Auge als wirklich die Gesundheit von uns Menschen. Also, wenn man sich etwas gönnen möchte, dann bitte möglichst unveränderte Originalprodukte kaufen mit echten Stoffen drin, die unser Körper auch einlesen kann, weil somit weiss unser Körper auch, was er zu tun hat. Unser menschlicher Organismus ist vor x-tausend Jahren entwickelt worden und ist definitiv nicht auf Leit- oder Zirrostoff eingestellt. Und damit sich unser Körper daran adaptieren kann, braucht er, wenn er es überhaupt jemals kann, mindestens noch manche Jahre, 100 Jahre Zeit. Und also ich habe die Zeit nicht. Und ich nehme an, sie auch nicht. Und darum möchte ich es euch wirklich ans Herz legen, komplett alles wegzulassen, was die ungesunden Stoffe drin hat. Und wenn Ihnen jetzt das Video gefallen hat und Sie gerne noch ein bisschen mehr dazulernen, wie Sie eben langfristig schnell und gesund abnehmen können, dann tragen Sie sich jetzt für eine kostenlose und unverbindliche 3-teilige Videoserie ein, in der ich Ihnen aufzeige, wie Sie durch eine langfristige Ernährungsumstellung zu Ihrer Traumfigur kommen können. Ohne euren Effekt, ohne Leiden, ohne Sport und ohne irgendeine mühsame Diät. Unten dran ist der Link, tragen Sie sich ein. Bis bald. Ihre Simone Häckchen.